gefunden habe. Ja, natürlich. Und Aber was soll man noch erwarten? Also, dass du spielst mit wirklichen Legionären, mit Superspielern, die damit ihr Brot willst du verdienen. jetzt sagen, dass die Und Mattersburger keine Mattersburger, Superspieler sind? das sind vielleicht Bäcker und Maurer, gegen die du spielst. Nein, das ist ein neues Vollprofis. Ja. Aber es ist die Halbzeit, oder war das so faul? Aber Hand. Handspiel war das sogar. Mit solchen Mitteln musst du schon ja. kämpfen, damit du gegen Mattersburg bestehen kannst. Er ist leider nur aufgesprungen auf die Hand. Das sagt natürlich jeder Spieler. Wir sind übrigens schon in der Ja, Nachspielzeit, das also stimmt. Ich glaube, viel wird da nicht mehr das passieren. ist vielleicht der letzte Angriff. Die Mattersburger ruinieren dann alles. Das wird natürlich weitergeben. Und ich glaube, es ist auch die erste Spielhälfte schon vorbei. Ja, schwierig. Ich wollte jetzt natürlich noch am Ende etwas versuchen. Hat jetzt nicht funktioniert. Missglückt. Und jetzt wird es dann in die zweite Spielhälfte gehen. Ich könnte jetzt natürlich wie bei allen anderen FIFA-Teilen Anpassungen vornehmen an meinem Ja. Team, falls jetzt nicht zufrieden wäre. In dem Fall sage ich 2-0, das geht in Ordnung. Und da kann man natürlich sagen, so kann es weitergehen. Ja, obwohl das Spiel ist jetzt nur in der rechten Hälfte, also bin erschüttert, wie weit du den Mattersburger vorstürmen lässt. Ja, Oder wolltest du ihnen nur einen Hoffnungsschimmer geben und sagen, hey, das Spiel ist noch nicht ganz vorbei? Dann attackiert dich ja keiner und wieder die Stange. man muss natürlich seinen Gegnern auch einmal die Chance lassen. Du meinst die Illusion lassen, die Illusion bewahren. Jetzt hätten sie es Es ist fast wieder über nicht die Mittellinie geschafft. ganz hoffnungslos. Es macht aber schon ordentlich Es gab Spaß. kein Abseits. Nein. Gegen Aber der Tormann ist nicht schlecht. Wahnsinn, Wahnsinn. Dass sie drängen und schupfen. der ist Boulet natürlich jetzt nochmal im. natürlich wieder drinnen. Ich glaube, er hat schon die Anstrengung steckt ihm schon in die Knochen. Wenigstens war es jetzt schon, wo ein Ball Ist da finden. was aufgefallen? Das Publikum. Was mit dem Das Publikum? war irgendwie nur so ein Gewasch, also ein Mischmasch an Das Form. war es vorher auch schon. Ja. Aber man hat irgendwie erkennen können, dass sie die Hände heben und Und trotzdem jubeln. jubeln sie für mich. Ja. Der Klecks an Form. Auswechslung. Auswechslung. Ob Der das Wagner vielleicht. rein und der Mörz raus. Ob das jetzt die richtige Entscheidung Ob war? das die Wende bringt in dem Spiel? Werden wir schon sehen. Ja, bist du. Ah, Wahnsinn, du hast den Ding nicht gefault. Hat gut ausgegangen. Das muss ja gelbe oder rote Karten geben. Jetzt sind sie Ich über glaube, die die einzige Mittellinie Hoffnung besteht nur gekommen. noch, dass du drei oder vier rote Karten kriegst und die Mattersburger mit 3-0 gewinnen. Schwierig. Oder dass du vier Eigentore schießt. Was ich jetzt gelesen habe oder gesehen habe, in unserer Bundesliga ziemlich häufig vorkommt. Wenn schon gar kein Tor fällt, bevor das Spiel 0-0 ausgeht, denkt sich jeder, schießt, ich hatte mal das eigene Tor. Ich habe unsere Bundesliga nicht so verfolgt. Ist ein paar Mal nicht vorkommen. Statt 0-0 ist es nur 1-0 ausgegangen, Schau, aber. wie ich im Strafraum herumrennen kann. Was ist jetzt? War das ein Foul? Ja. Öfer oder Freistoß? Ja, Knapp Freistoß. außerhalb. Ja, war schon. Ganz knapp außerhalb. War Schau den schon. großen Spieler an von Mattersburg. Der sticht da richtig hervor Wenn in der das so Mauer. ist. Zeitlupe. Oh! Bam! Eisenhart habe ich den eingekauft. Wahnsinn! Da freuen sich die Spieler richtig. Habe ich abgeklatscht, da freuen sie sich 4-0. Aber die Frage, war das wirklich eine Zeitlupe oder sind die Frames im Keller gegangen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube, das war schon fast so Zeitlupe wie auf der Wii, wie man es ab und zu gesehen hat. Den hast du aber schön auflaufen lassen. Ich glaube, der Schiedsrichter ist sicher ein Italiener. Oh, der geht nicht rein. Na? 4-0 in der 65. Minute. Ich muss sagen, es ist schon ziemlich realistisch, oder? Also, so könnte es wahrscheinlich wirklich auch passieren. Wenn einmal Inter Mailand das nächste Mal auf Mattersburg trifft. Ja, kann schon sein. Nur die Frage, wo sie aufeinandertreffen werden. Ich schätze mal in der Disco. In der Disco schaut das Spiel da vielleicht wieder anders aus. Vielleicht sind die Mattersburg in der Disco Trinkfester. ein bisschen besser drauf. Da können sie ihre Stärken ausspielen. Den hat er auch schön gehalten. Also die Stange spielt halt eine große Rolle, haben wir schon Schon ein paar gesehen. Schüsse, gell? Ja. Ja.
Ich glaube, der Federschuss, der in die Stange ging. Und da stolpern sie übereinander, die Spieler. Stürmt aufs Tor zu, ohne angegriffen zu werden. Und wird auch schießen. Ja, und ausgefälscht. Oder war das Hand vielleicht sogar? Was. Aber wahrscheinlich habe ich ihn angeschossen und der Schiedsrichter hat sich gedacht, wir sind schon 4-0 hinten. Ein Mattersburger Spieler vom Tor und, oh, fast. Jetzt der Konter, wenn man so sagen kann. Ich glaube, das war ihre Riesenchance. Die hätten es nützen müssen. Ein schöner Pass und gehalten. Zur Frechheit. Aus leere Tor quasi. Der hätte eigentlich drin sein müssen. Wenigstens gibt es jetzt mal den ersten Eckball, der voll versendet wurde. Ich habe auf den Mattersburger vertraut. Wieder daneben. Ganz, ganz knapp. Und der Tormann schimpft mit seinen Spielern. Klar. Zufrieden kann man jetzt natürlich in so einer Situation nicht sein. 4-0 ist kein gutes Resultat. Das sind mindestens 4 Tore jetzt voll auf der Gegnerseite. Mindestens. Vielleicht kannst du noch ein Eigentor schießen. Ist das möglich? Ist das möglich in dem Spiel? Bestimmt, aber ich werde keins. Ich werde kein Eigentor schießen. Wieso? Damit sie wenigstens einen Anschlusstreffer haben. Schau, der Mattersburger hat den Ball zurückbrennen lassen. Eieiei, kann ich den Ball stoppen mit der Brust? Diego Milito hat es da gemacht. Eieiei, 5-0. Die Wiederholung würde ich gerne sehen. Ein bisschen näher vielleicht. Vielleicht gibt es noch eine andere Ansicht, ja? Vielleicht. Zu spät. Eieiei. Ich glaube, da muss noch die ein oder andere Auswechslung vorgenommen werden, damit die Spülung gedreht werden kann. Ich glaube, der Trainer wird seinen Spielern ordentlich einheizen nach der Partie. Der Trainer ist, glaube ich, schon in der Umkleidekabine. Dann hört sich das nur über ein Radio an, weil er zuschauen kann er nicht. Und das erinnert mich ein bisschen an die früheren Pro Evolution Soccer Teile, wo man mit Ronaldo über das ganze Spielfeld rennen hat können und das Tor machen. Ich glaube aber auch, Mattersburg hat halt keinen guten Tag erwischt. Das kann ich nicht sagen. Üblicherweise sind die besser. Ja, so spielst du auch gegen den Computer. Apropos, ich spiele gegen einen Computer. In FIFA 10 auf der PSP kann man auch gegen Menschen spielen. Über beides oder? Ja, beides. Okay, du brauchst beides, dass du da online gehen kannst. Aber kannst du auch ad hoc, so quasi, wenn ich neben dir sitzen würde mit der PSP? Ja, dann wirst du da FIFA brauchen. Das ist natürlich klar. Und der PSP wahrscheinlich auch. Ohne der geht nichts. Außer du tust noch so als ob. Verstehst? Vielleicht spielst du die ganze Zeit gegen dich und du merkst das gar nicht. Ja, man, klar, kannst du tun als ob. Du könntest da PSP aufzeichnen auf ein Blatt Papier. Nein, stellst du einfach vor. Das wird gehen. Und das ist günstiger. Der letzte Angriff der Mattersburger. Los, Arthur, los! Mein Gott, bist du gemein. Und das war jetzt. Ich glaube, das war der Abschluss, oder? Das war faul. Aber von wem? Du bist im Hinten draufgelaufen. Nein. Doch nicht. Schauen. Jetzt ein hoher Schuss über den Tormann-Trollor. Überhebe ihn. Also ich werde jetzt was testen. Nein, das war nichts. Früher habe ich gern mit dem Tormann ein Tor gemacht. Da bin ich über das ganze Spielfeld gelaufen. Nur, das funktioniert nicht immer. Jetzt schaut es aber sehr gut aus. Das war kein Tormann wieder. Aber er sprintet zurück und boah, das war ein Foul. Das war schon Torverhinderung, muss man sagen. Das muss eine rote Karten geben. Ja, eigentlich ein Freistoß. Wir sind schon in der 90. Minute, da darf man rote Karten machen. Und 23 Meter, wird er schaffen? Nein, nicht geschafft. Ach, Julio César hat sie den geholt. Hat sie doch dämlich der Schlusspfiffertöner, glaube ich. Vielleicht gibt der Schiedsrichter der Mattersburger noch eine Chance. Aber ich glaube, so lange kann das Spiel gar nicht dauern. Ja, das war knapp an der Strafraum. Ganz knapp, ja. Und diesmal vermisse ich die weiße Linie sogar. In der Close.